So. Valorando Okay. erinnert mich auch ein bisschen an Vikandi. Ich weiß auch nicht warum. Fängt halt beides mit V an, ne? Ja, das ist natürlich, also, ja, absolut. Gut, dann gehen wir in die Runde rein, Leute. Und der First Kill von Laka direkt auf Mei. Was war das denn für ein Shot? Heilige Axt, ja, da zeigt er schon. Er war nicht umsonst mal in einem der besten CS-Teams in Deutschland und auch Top 15-Teams mittlerweile, jetzt wieder international, online halt, aber In es geht welchem wieder Team gut spielt er rein. jetzt? Spielt er jetzt gerade in einem Team oder in keinem Team gerade? Nee, ich denke, Fokus ist komplett auf Valorant. Okay. Und ja, oh, da aktiv wird unter Druck gesetzt, dann kurz. Er ist im Moment noch alleine. Er setzt da den Dart hin, um zu sehen, wie viele Leute kommen, und zieht sich zurück. Ja, sie sind gerade hier in der Komplettrotation, haben die Bombe hier nochmal fallen lassen und der letzte Mann, der Sova. Wir haben einen Sova hier, der nimmt den ersten Mal, dass wir einen Sova dabei haben. Trip hier mit dem Double Kill direkt. Rex, go und Kane, gehen hier down. Rex kann hier Trip aber rausnehmen. Laka kriegt hier noch einen Kill, auch einen Double Kill von ihm dann insgesamt. QB ist hier down gegangen. Und damit ist es ein 3 gegen 2. Der Engage auf dem Punkt wird gerade gesucht. Mojo, Laka, Triple Kill. Setzt noch einen nach, der Mann, so möchte ich mal mit der Sheriff umgehen können. Genau so wie er. Ja, dann kann man sie sich auch auf jeden Fall in der ersten Runde rauslassen. Und es kommt ja natürlich auch auf den Charakter an, den man spielt. Da kommt die Eule um die Ecke geflogen und dann der Headshot gegen Chris, einen der stärksten PUBG-Spieler, den wir in Deutschland haben. Auch international Erfolg gehabt. Und auch Hand of Blood im Ball gecarried, Lucker carried, aber auch weiterhin mit 4 Kills in der Pistole. Der Lacker einfach mal mit einem Quarra-Kill komplett durchrasiert. Mein Gott, der ist ja richtig on fire. Also, wie gesagt, seinen Sheriff-Skill hätte ich gerne. Kann man den kaufen? Ja, in der ersten Runde kostet. Wie viel kostet sie eigentlich? 800. 600? 800. 800. Die kostet tatsächlich auch noch gleich viel. Das ist ja dreist. Ach, schon ein bisschen dreist, ja. Und ein Phönix, den haben wir, glaube ich, noch gar Verlass nicht dich gesehen, auf gell? mich, Alter! Phönix und Sova sind das erste Mal, dass sie hier auftauchen. Also, Nee, tatsächlich. Sova hatten wir vorhin auch Echt? schon. Ja, Ach du doch, weißt stimmt. noch, dass So, ich ja. Witze über Der die erste. Blitzpfeile gemacht habe. Genau, der in der ersten Runde, der keinen Namen hatte. Wo ich noch 4 Namenlose im Game hatte. Ach ja, okay. Ist auch verständlich, dass du dann nicht so die Connection zu dem Ja. Beast Oh, gemacht hast. guck mal, was sie machen. Guck mal, was die Defense macht. Oh, 5-Mann-Stack im Double Door, finde ich geil. Sie sitzen mit 5 Mann in Double Doors, beziehungsweise 4 gerade noch. Oder sind es 5? Nein, es sind Und 4. der erste hat die Shotgun. Sie chillen mit 4 Mann Double Doors und versuchen so den Entry Frag zu kriegen. Das war eine Taktik. Und Kaint kann aber QB rausnehmen gegen 4 Leute und das ist natürlich bitter. Aber sie spielen auch eine Eco, sie müssen ein bisschen besondere Taktiken hier fahren. Ja. Dass der Sonic Arrow nicht in die Double Doors geht, ist natürlich ärgerlich, aber Braxco kann hier sofort Mojo rausnehmen. Es sind 5 gegen 3 verbleibend. Die Defensive ist leicht aufgerieben. Sie pushen jetzt hier gerade sehr weit nach vorne, versuchen hier irgendwie einen Kill mitzunehmen. Die hacken hier gerade den Lacker und er schießt blind rein und kriegt den Lacker raus. Was ist das denn? Tja, die Lackerpans sind natürlich jetzt schon vorbereitet auf ein Silbertablett. Ja. Da muss man einfach zugreifen. Ganz so lucky war das nicht. Und jetzt sind die ganzen Defender alle auf C. Die Bombe tickt schon vollkommen runter und die Offensive, die jetzt die Bombe verteidigen müssen, sind komplett bereit. Es sieht natürlich also nicht allzu gut aus für die Defensive hier. Und ich denke, dass Question Mark das hier nicht machen wird in dieser Runde. Nee, da spritzt Brexco noch mit der. Oh, mit der Phantom. Nicht mit der Phantom, mit der Spectre kurz rein. Phantom ist zwar auch gesilenced, aber ein bisschen größeres Kaliber. Ja, 2 Leute, also Active und der gegnerische Cypher sind hier sehr nah beieinander. Oh, und Kane kann noch Maeve denyen. Damit haben sie ihnen noch eine Waffe mehr weggenommen. Keine Safe-Möglichkeit. 2 zu 0 für Valorando. Die sind nicht schlecht gerade. Ja, so der Start gefällt mir schon mal. Aber wir wissen ja selber, es ist die Map mit 3 Spots. Man hat viele Optionen auf der Attacker-Seite. Pistol-Round gewonnen und dann die Anschlussrunde. Das bringt noch nicht so viel. Also, wir wollen es nicht überbewerten. Aber wie du gesagt hast, der Start ist schon mal confident. Das zählt eigentlich. Aktiv hat jetzt die Spectre gesaved. Mal schauen, wo er sie einsetzt. Decke Gebiet auf.
Er will damit tatsächlich A lang halten. Mutig, würde ich mal behaupten. Ja. Möglich als Sova. Er weiß ja immer, wo die Gegner herkommen, theoretisch. Wir haben jetzt auch gerade zwei Sovas hier sogar. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Und die haben beide gerade gleichzeitig ihren Arrow geschossen. Die Offensive geht jetzt hier gerade hart auf Punkt A. Mit allen Peoples. Alles, was zur Verfügung steht. Ja, und da kommt der Sova-Pfeil. Der deckt sie auf. Schöner Move hier. Schön die Wall genutzt und Double Kill von Kaint. Für die Offensive. Trip kriegt einen Counterkill auf Braxco. Und jetzt muss hier die Defensive natürlich auf den Punkt gehen. Trip ist hier gerade oben im Window. Wird hier aber zugesmoked. Überlegt jetzt hier gerade runter zu gehen. Geht er hier runter, so springt er direkt dem Cypher auf den Kopf. Lang geht hier rein. Und er steht direkt vorm Cypher. Kann hier nochmal Rex killen. Double Kill von ihm jetzt hier also. Und er holt den nächsten Trip. Diese alte Legende. Es ist unglaublich, wie viele Kills er hier holt. Er geht gerade komplett steil. Und die Ult. Die Ult könnte jetzt das ganze Zeug drehen. Er pusht nämlich auf lang rein. Aber jetzt Chris ist da. Die Guardian in der Hand. Und jetzt ist es ein 1-on-1. Guardian von It's Chris gegen die Spectre von Trip, der hier schon gute Kills geholt hat. Geht sie auf den Punkt und da holt Chris den Trip nochmal raus. Triple Kill. Chris macht hier die Runde und das ist das 3-0 für Valorando. Boah, die Guardian noch auf dieser Range auch. Du weißt es selber, du spielst sie gerne, aber es ist nicht leicht, die Guardian dann auf der Range auch so effektiv einzusetzen. Ich dachte, mit der Ult hätten sie die Runde sicher. Also mit der Phoenix-Ult, die ja Trip auch super eingesetzt hat. Du musst ja auch in der Hitze des Gefechts die Awareness haben, meine Ult ist jetzt ready nach diesem Kill. Der hat er in der Runde 2 gemacht, glaube ich. Also... das ist noch lange nicht vorbei. Mhm. Also was sie gerade gezeigt haben, sehr spannend. Gerade Trip wahnsinnig gut, ey. Der gefällt mir momentan am besten tatsächlich. Der ist so hart unterwegs. Ah, jetzt sieht man da bei Chris zum Beispiel die Guardian mit dem Wallbang. Er hat versucht... oh, da geht er gleich reingepusht von Braxco. Aber Trip kann ihn hier sofort hinein und punishen. Und das in einer, so einer Semi-Buy-Round von den Verteidigern. Das sieht man selten. Er hat nur eine Marshall. Kannst du jetzt hier nochmal die Deagle mitnehmen? Und sie versuchen es jetzt hier über die Double Doors, die Offensive. Da wartet aber auch schon der Cypher. Der chillt hier einfach. Ja, und der chillt hier einfach um die Ecke. Sieht jetzt hier gerade die Gegner und haut direkt nochmal einen Kill raus. Aber Laka kann hier Maeve sofort auch dann denyen. War aber ein schönes Setup, um einen Kill zu machen und mit der Waffe ist das schon mal gut umgemünzt. Definitiv, ja. Oh, easy Frag für QB. Ist jetzt noch eine Wendel dabei. Oh, jetzt Chris kann hier noch Trip rausnehmen. Das ist ein 2-on-2. Die Sage kommt hier gerade von der Seite rein. Wird jetzt hier engaged. Rex kann hier den Kill mitnehmen. Offensive gerade im Vorteil. Nur noch der Sova. Der kommt hier von hinten auf den Punkt. Wird hier gerade vorne im Cypher umlaufen. Kann hier nicht mehr reagieren und da kann Rex... nochmal seinen Double Kill holen. Und damit ist das Ding hier wieder durch 4-0. Da waren ganz kurz noch die Steps zu hören, aber man weiß immer nicht, was in Teamspeak oder im Voice eben abgeht bei den Teams. Vielleicht war da gerade noch jemand am Callen. Ja, 4-0, da wäre aber mehr drin gewesen. Und das war eben nur so eine Half-Buy-Round. Und die haben wir bisher noch nicht so oft gesehen. Die haben tatsächlich eben mit Absicht auf $2000 runtergekauft. Und wissen... wir können nächste Runde immer noch gut kaufen, aber wir maximieren unsere Siegchancen und wir halten die Eco des Gegners low. Ein Move, den man aus CS natürlich sehr gut kennt. Ganz wichtig natürlich das Eco-Management beachten auf beiden Seiten. Dieser Push soll jetzt hier gerade über A gehen. Da verraten sie sich natürlich auch schon. Schießen erstmal wild in die Wolken rein und da ist hier auch gerade der Lacker hinten im Highground. Smoke hier schon mal direkt zu. Damit keiner in den Heaven reinkommt, hat hier den Heaven schon gesichert. Double Kill jetzt hier gerade. Triple Kill insgesamt für die Offensive. Die nehmen hier raus. Jetzt geht hier nochmal der Blind rein. Er erwartet schon, dass hier jemand kommt. Und ja, was macht die Defensive jetzt? Sie stehen da und sind ratlos. Ja, da müssen sie saven gehen. Und das war alles auch wieder schön getimed. Und das ist eben, wie ich gesagt habe, ich freue mich so, dass wir dieses Team jetzt auch sehen können. Oder diese beiden Teams, weil wir eben verschiedene Denkansätze, verschiedene Goals, verschiedene Aufbauarten auch wieder miterleben. Hier zum Beispiel ein Langaufbau und dann die Ulti des Omens ins Window rein. Und damit ist der Spot schon umzingelt. Du hast gesehen,
Der Spieler auf dem Spot hatte keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Von kurz sind welche gekommen, von lang sind welche gekommen und Window hat ihn auch angeschossen. Was soll er bitte machen? Sich auflösen? Das kann eben nur Omen. Und das dauert auch eine Weile. Also sehr schön getimt das Ganze wieder. Ja, also die Koordination ist auf jeden Fall wirklich on point. Er steht 5-0 und ich bin so gespannt auf das Finale. Ich bin so gespannt gerade, wenn die jetzt hier so drüber fahren, dann haben wir ein absolutes Traumfinale, glaube ich. Im Moment sieht ja alles wirklich sehr gut aus für Valorando. Hast du am Anfang ja schon den Call gemacht, dass du Valorando sehr stark einschätzt? Ja, und die haben jetzt auch echt lange Zeit in so einem Core gespielt. Also immer so die gleichen 5, 6, 7 Leute. Vielleicht mal durchgetauscht, wenn einer ins Bett musste oder sowas. Aber ansonsten haben die immer sehr viel zusammen gespielt. Mhm. Gerade hier der First Kill nimmt der Chris, der spielt nur mit der Guardian. Sehr sympathisch. Ich bin ja selber Guardian. Also, der spielt sober mit der Guardian, ne? Chris, absolute Sympath. Liebe ich. Von dir? Ohne Witz, der hat sich ja bei mir abgeguckt, ne? Mach ich auch. Stehe ich voll drauf. Also, Chris, absoluter Sympath für mich. Finde ich gut. So, Brax Go jetzt hier gerade mit dem Kill auf Trip. Trip ist hier wichtig rauszunehmen, denn Trip ist ein sehr starker Spieler. Maeve kann hier nochmal auf den Punkt gehen und kriegt nochmal den Kill auf Lacker mit. Oh, Triple Kill hier nochmal gerade. Für die Defensive. One-on-one jetzt hier auf dem Punkt. Und jetzt müssen sie gucken, wo ist der Gegner? Offensive ist hier natürlich in Druck. Müssen hier placen. Sehen sich jetzt hier. Und QB sichert die erste Runde für Team Question Mark. Und holen hier den Kill. Holen hier den Punkt, Entschuldigung. Ja, und den Kill gleichzeitig oder andersrum. Das war auch schön von QB gespielt. Er hat sich sehr weit weg von der Box bewegt. Dadurch gehört ihm der Winkel sozusagen. Er sieht den Gegner ein bisschen früher, weil wenn du näher an der Box stehst, hast du immer einen schlechteren Winkel. Deine Schulter schaut sozusagen schon ein bisschen raus, bevor du um die Ecke kommst mit deiner Kamera im Endeffekt. Und wenn er weiter weg von der Box ist, dann ist das eben näher zusammen. Und dadurch hat er das One-on-One gewonnen. Also diese Kleinigkeiten machen auf dem Niveau eben den Unterschied. Und aktiv hat davor durchgegriffen, um dieses One-on-One überhaupt zu ermöglichen. Der Engage ist hier gerade von der Offensive. Kane kann sofort QB raus, den First Kill. Oh, die Ultimate ist hier gar nicht so schlecht. Kriegt hier nochmal einen Tick auf Lacker zumindest. Der hat hier nochmal einen Skill in der Hand. Aber Mojo puncht ihn auch dafür sofort, dass er hier die Smoke in der Hand hatte. 4 gegen 4. Nochmal ausgeglichen. Question Mark. Gut gemacht. Die Offensive switcht sofort. Sagen, okay, lass uns Double Doors gehen. Lass uns auf C gehen. Und da sehen wir auch schon den Sova. Da sehen wir den Sova. Der ist hier mit dem Sonic Arrow gerade unterwegs. Checkt erstmal, was ist denn so auf dem Punkt los. Unser Spike-Träger ist tot. Sieht jetzt hier, okay, wurde sofort kaputt gemacht, aber hat hier nochmal einen Tick gekriegt von seinem Sonar Arrow. Braxo kann hier nochmal Kills mitnehmen. Maeve kriegt aber vorher nochmal Kane raus. Es ist ein 2-on-2 gerade. Aber on point sind sie schon mal. Sie können die Bombe planten. Chris checkt hier gerade nochmal rum und sie wissen jetzt, okay, Bombe ist platziert auf 10. Jetzt müssen sie nur noch einen Engage-Point finden. Die Defense. Sonic Arrow geht hier rein. Und da haben sie schon den ersten Kill. Oh! Da haben sie ihn aufgedeckt und jetzt kann hier der First Kill kommen. Und da kommt der First Kill mit der Ultimate von Active. Schönes Ding. Gegnerischer Sova bleibt hier gerade noch stehen. Chris wartet auf seinen Moment. Ultimate von Active hier gut genutzt aus meiner Sicht. Mussten sie hier machen. Sie müssen die Punkte kommen. Und da kommt die Counter-Ultimate. Trifft hier sofort den gegnerischen Sova. Der kann nochmal ausweichen. Er kriegt hier nochmal den Double Kill mit der Ultimate. Chris holt hier die Runde für sein Team und klatscht hier nochmal rein. Was ist denn hier los? Boah, war das gerade erotisch. Ohne Schmarrn. Er wartet da in der Ecke. Ewigkeiten. Er weiß genau, wie er den Pfeil timen muss, damit die Ticks kurz bevor seine Ult tickt kommen. Das heißt, er hat immer ganz kurz bevor seine Ult den Schaden macht, die Gegner gesehen und kann eben anpassen, wo er hinschießt. Wenn dieser Rhythmus nicht stimmt, dann sieht er zwar die Gegner, aber die Gegner können sich ja danach wieder bewegen und verschießt mit seiner Ult. Und so konnte er beide richtig schön tracken durch die Wand. 1A gespielt von Chris. Das war eine knappe Runde aber. Also die müssen echt aufpassen. Da kommen Trip und Co. ganz schnell wieder zurück ins Match. Ja, das war aber auf jeden Fall auch richtig stark. Also beide Ultimates von Active und von Chris hier super nice. Braxco kann hier die Kill nochmal mitnehmen auf Mojo. Damit haben sie 2 Kills schon mal gegen die Defensive. Mann, 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 das ist ja hier ein Schlagfest wieder. Lacker kann auch mal QB rausnehmen. Der ist hier mit der Operator brandgefährlich.
Aber die Runde gerade wirklich war absolut insane. Beide Sova Ultimates raus und einfach nur komplettes Gemetzel. Ja, also echt mal, dass beide Ultis auch zu Kills führen, war ja eigentlich noch geiler. Das war wirklich cool, ja. Also da sieht man, wie stark die Sova Ult ist, wenn man damit umgehen kann. Er hat auch einfach beide Kills damit rausgeholt gerade noch, der Chris. So, der Engage ist hier gerade auf den Punkt von der Defensive. Sie warten gerade an der Mauer, zeigen sich gar nicht, geben kein Lebenszeichen, wollen wahrscheinlich gleich hart engagen, aber sie haben halt eh nur die Pistolen hier am Start. Rex nimmt hier den Trip mit und damit ist es nur noch Active ganz alleine, der hier nicht mehr viel machen kann. Und Chris rundet das Ding hier ab und haut seinen Sova-Kontrahenten raus. Makelloser Sieg. 7:1 für Valorando. Saven in der Runde, in der Save-Runde wäre dann auch nicht so geil gewesen. Deswegen war es dann auch schon egal, was passiert. Wieder Brazil, never forget. Und wir sehen mehr Snipes in dieser Runde. Mehr akkurate und High-Damage-Waffen als vorhin. Zum Beispiel bei Team V, die ja fast ausschließlich mit Phantom und Vandal gespielt haben. Hier sehen wir viele Guardians und auch jetzt eine AWP aus bei Lucker. Die hat auch in CS gespielt, also eine Operator. Die Operator war also seine Waffe. Braxco nimmt hier QB mit. Schön Ultimate gerade von ihm gewesen, der hier, die hier gut reingestunt hat. Da geht nochmal die Blend Grenade rein. Maeve nimmt hier noch Chris raus und damit gerade ausgelegt 4 gegen 4. Schön aber von Maeve hier hinten aus der Ecke heraus. Kann er die Kills mitnehmen. 2 gegen 3 Offensive leicht unterlegen, haben aber jetzt natürlich den Vorteil, dass sie hier schon mal vielleicht planten können. Aber sie müssen an die Bombe rankommen und natürlich weiß die Defense, wo die Bombe liegt und sind schon vorbereitet auf diesen Engage gleich. Valorando jetzt deswegen, hier im Zugzwang. Deswegen gehen die Attacker erstmal woanders hin, um da noch einen Kill zu machen. Sie haben ja genug Zeit. Oh. Wow! Active gegen die Operator-Legende. Gegen Lacker holt den Kill mit der Guardian. Noch ein Sova mit Guardian. Ist Sova und Guardian irgendwie so ein Ding? Mhm. Ey. Also die Guardians gerade. Puh. Es macht aber auch Bock, mit der zu spielen, ne? Ja, die Guardian ist einfach eine bessere Deagle, also bessere Sheriff im Endeffekt. So, du hast halt. Ja. Du kannst schneller schießen und die ist auf dem Kopf halt auf jeder Range tödlich. Ja. Und wenn du dann das entsprechende Aim mitbringst, was bei diesen Spielern echt komplett außer Frage steht, da hat jeder Aim, egal in welchem Team, da knallt es echt richtig schön. Ja. Jetzt die Möglichkeit, die TS ein bisschen unter Druck zu setzen. Eine Folgerunde wäre jetzt das Nonplusultra für die Jungs um Trip. Aber Brexco macht schon wieder schwer mit seinem ersten Kill. Sie gehen hier gerade zu 5, wollen sie jetzt hier eventuell Richtung Mitte gehen, Richtung B. Haben jetzt hier natürlich den Entry-Frag auch, sind zahlenmäßig überlegen. Wollen jetzt nochmal, oh, das könnte gefährlich werden, auf A switchen. Und da sitzt natürlich schon einer mit der Aave und das ist Active. Und Active kriegt hier seinen Kontrahenten Chris raus. Der Kill hat ihn wahrscheinlich sehr gefreut. Ja, und er hat schon öfter gezeigt, was in ihm steckt. Jetzt kommt auch noch der Retz von QB an Mojo. Oh, und Kane rest ja auch noch direkt Chris, also beide sind wieder da hier. 5 gegen 5 wieder und wir haben nur noch 40 Sekunden auf der Uhr. Und wir haben gerade schon gehört, Trip hat hier seine Ultimate gezogen, sucht jetzt hier verzweifelt Gegner und die Gegner ziehen sich aber schon zurück. Die sind schon lange rotiert und sie suchen hier den Punkt. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Valorando muss jetzt hier rangehen. Die wissen, dass es C ist. Die Verteidiger. Der C-Call kam natürlich jetzt hier. Gehen jetzt hier direkt auf den Punkt, aber Maeve, QB, alle stehen sie bereit. Und holen hier die Kills raus. Da kommt nochmal ein Ultimate rein. Double Kill hier nochmal gerade für die Offensive. Aber QB Triple Kill insgesamt. Kane mit dem Kill nochmal auf Active. Und das ist ein 2-on-1. Sie wissen, von wo er kommt. Er schießt hier nochmal einen weg. Kane mit dem Triple Kill auch. 1-on-1 hier gerade auf dem Punkt. QB rennt hier einfach nur weg. Und er weiß, okay, ich muss nur überleben. Und er rennt hier weg. Katz und Maus. Aber da überlebt er und kann die Runde hier für sein Team holen. Kleiner Trostpreis für Kane, der kann eine Operator saven, aber das war so schön gespielt von QB. Sein Aim war auch on point, diese 2 Kills hier gemacht hat. Sehr schnell, 3 Kills waren es am Ende sogar, sehr schnell und dann eben auch in diesem Rage-Modus, in dem man da mal steckt. Ja, ihr wisst es selber, 3 Headshots gemacht in der Runde. Boah, da ist noch einer auf dem Spot, den hole ich mir jetzt. Ah nee, warte mal,
5 Sekunden, ich laufe lieber weg, spiele es intelligent runter und hole die Runde sicher, anstatt hier auf Eier zu gehen und dann womöglich bei einem Spielstand von 7-2 so eine wichtige Runde doch noch zu verlieren. Ja, das ist Wahnsinn hier wirklich. Also auch ein guter Schlagabtausch mittlerweile, 3-7. Finde ich ganz gut hier. Und jetzt hier, Kaint nimmt Trip mit. Trip ist damit schon mal down. Ja, und die gehen jetzt schnell nach auf A. Da ist nur noch Active. Aber Mojo kann ihm supporten. Ja, 3-3 jetzt hier noch. Sie sind hier auf dem Punkt, können jetzt hier placen und sind natürlich damit auch im Vorteil. Kaint hier in einer guten Position. Slowt hier sofort Heaven weg. Muss hier natürlich jetzt gerade von Heaven aus gecovert werden. Denn er steht hier offensiv auf der Kiste drauf und muss hier groß aufpassen. Und da kommt der Engage gerade. Kaint nimmt QB raus. First Kill hier gerade, Second Kill, Triple Kill insgesamt von Kaint in dieser Runde. Sie wissen, es ist nur noch ein Gegner da. Der steht hier schon auf dem Punkt. Mojo kann ihn rausnehmen. Und jetzt spielen sie wieder schön auf Zeit. Sie slowen es down. Aber Mojo hat auch Smokes. Er könnte jetzt versuchen zu defusen. Da geht es schon daneben. Spot. Oh, Kaint macht den Quadra Kill, während Mojo Chris nochmal rausnimmt und einen Triple Kill damit voll macht. Fast noch gewonnen. Knappes Ding. Letzte Runde in der ersten Hälfte. Boah, Kaint hat gerade Feuer gefangen, sag ich dir. Der geht ja richtig ab. Die Runde gehört auch komplett ihm. So viele Schlüsselkills gemacht und dann eben auch noch den verdienten Finisher als One-on-One gewonnen. Damit auch der Dämpfer für die Verteidiger. Und das so kurz vor der zweiten Halbzeit. Da hätte ich es ihnen echt noch gewünscht, dass sie 2 Runden in Folge nochmal holen und dann wieder reinkommen in so einen Flow und das Spiel knapp machen. Ja, jetzt steht es 3-8, also knapp ist hier noch gar nichts leider, aber mal gucken, ob sie das noch auf ein 4-8 verbessern können, sag ich mal. Da sind sie. Momentan jetzt hier Chris ganz alleine auf Punkt C. Oh, Mojo wagt sich weit raus mit seiner Marshall. Hat Support durch seine Sage. Und wir sehen, die wallen zum Beispiel nicht sofort irgendwas ab. Sie warten mit ihrer Sage noch etwas weiter, etwas länger. Und er kriegt auch sofort die Sova-Ult, hat schon einen Hit gegeben. Und der A-Spot ist komplett lost. Aber Trip steht noch in der Ecke. Ja, Trip steht noch, aber kann nichts machen. Kaint geht aber mit der Mauer wieder nach oben auf die Kiste drauf, holt hier sofort den Shot. Und Kaint kann den Kill rausnehmen. Braxco mit dem Follow-Up-Kill auf Mojo. Counter-Kill hier von QB auf Braxco. Es ist 4-3, die Offensive wieder überlegen. Und das hier in der letzten Runde der ersten Hälfte. Chris mit dem Double-Kill und Lucker setzt noch einen nach. Das war's. Das ist das 9-3 gerade. Und damit gehen wir in den Seitenwechsel. Ja, ich hatte mich gerade dazu entschlossen, Kaint zu folgen. Und dann kommt jetzt Chris wieder mit 2 solchen Dingern. Ex, oder ich weiß gar nicht, ob er jetzt immer noch bei G2 gerade ist. Auf jeden Fall für G2 in PUBG gespielt. Und das ist auf jeden Fall eine sehr namhafte Organisation. Da konnte er sich auch mit den ganz großen Namen messen. Ja, schau mal, Lacker mal. Das ist ein guter Platz. Hier im Window. Da kommen die Surf-Skills durch. Ja. Freue ich mich schon drauf, wenn es dann so Community-Maps gibt und sowas. Wenn es kommt, das weiß man noch gar nicht, ob da überhaupt, weil normalerweise ist Riot dafür nicht bekannt. Ja, musste machen. Müssen sie eigentlich machen, ich bin auch dafür. Ja. Also, mal gucken. Sonic Arrow geht hier auf jeden Fall gerade direkt schon mal rein, wird aber sofort kaputt gemacht. Und Lucker smoked hier, sehr gefährliche Position, um zu smoken, hat sich hier leicht revealed kurz. Trip umgeht hier gerade, will hier gerade Richtung A gehen. Und da gibt es schon ein Battle auf C. Und die sind überall auf der Map. Schau mal, keine so eine geballte Pistol Round, wie wir es sonst immer gesehen haben, sondern jeder geht irgendwo anders vor und versucht sein eigenes Ding zu machen. Ja, der Chris versucht hier gerade nochmal den gegnerischen Cypher zu engagen. Wartet hier noch ganz kurz, hat Zeit. Schickt nochmal den Sonic Arrow los. Guckt nochmal. Sieht ihn hier gerade nicht. Hat ihn jetzt kurz gesehen. Und da gehen die ersten Kills gerade active. Nimmt Rex mit Vorteil bei der Offensive. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder finden. Wo ist der Phoenix? Gib ihn mir. Da ist er. Er sitzt auf kurz und geht gleich gegen die Sage vor. Ja, sie sind auf jeden Fall bereit. Sie wollen A gehen. Noch ist das gegnerische Team gesplittet. Sie könnten also in Überzahl draufgehen. Und er weiß schon, die Sage, die wartet da. Keiner geht raus. Alle sehr diszipliniert hier. Und jetzt geht die Smokes drauf und er geht um die Ecke. Keine Sage da. Weiß nicht, okay, die steht oben drauf. Hat hier den Kill gekriegt.
Vorteil weiter bei der Defensive. Stun geht hier rein. Mojo mit dem Kill auf Braxco. Und damit sollte es das erstmal sein. Die Offensive wird sich hier den vierten Punkt holen. Engage gerade über den City-Spawn. Ja, das war jetzt echt ein schöner Move schon wieder. Aber vielleicht kriegen wir jetzt 5 schnelle Headshots. Komm schon. Omen und Sova. Ja, sind schon mal da, aber das reicht nicht. Sie werden von allen Seiten engaged gerade zu zweit. Ich meine, es ist Chris und es ist Lucker, aber das reicht nicht. Und das ist ein makelloser Sieg für das angreifende Team. Genau das, was wir eigentlich gebraucht haben für dieses Match. Jetzt haben sie nochmal eine gute Chance auf ein Comeback hier. Ja, und genau das will ich jetzt mal sehen. Ist schon an der Zeit. So, Teamnamen sind auch gechanged. Ja, langsam lerne ich es wieder, wie es geht. Mhm. Ja, ist auch ein bisschen blöd, dass man immer noch die Teamnamen wechseln muss. Die Frage, ob sie den Spectator-Modus in nächster Zeit auch schon anpassen und fixen werden. Rauch im Anmarsch. Ja, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich schon langsam auf die Prioritätenliste moved. Würde ich mir zumindest wünschen als Caster, selbstverständlich. Ja, definitiv, ja. Und es gibt so viele Turniere, dass du es fast schon machen musst. Das ist korrekt, ja. Oh, der Trip ist hier gerade auf dem Weg Richtung C, ganz alleine und sieht ja auch keinen Gegner. Alle pushen hier immer sehr verhalten auf der Map auf jeden Fall. Hab auch wieder alles aufgeschrieben, wie die Nummern jetzt sind. Ist immer eine Heidenarbeit. Oh, schau mal, Active pusht da rein in die Double Doors. Der sieht da zwei Leute, da gehen sie lieber nicht um die Ecke. Trauen sich gerade nicht so ganz, ja. Jetzt kommt hier der Switch gerade auf C, weil der Phoenix wahrscheinlich gesagt hat, jo, hier ist gerade nichts, Leute. Wir sollten vielleicht mal in die Richtung gehen. Und da steht Braxco mit dem Breach. Da kann er super lang flashen. Da geht nochmal die... Oder stunnen. Flash ging hier rein und da kommt eine schöne Flash-Grenade von ihm. Aber da kommen hier nochmal die Triple Kills insgesamt von der Defensive. Super gemacht. Und das machen sie einfach hier easy. Nachdem sie jetzt gerade in der Eco sind... Holen sie einfach einen makellosen Sieg und das ist echt bitter für die Offensive. Heide Witzke. Da war die Koordination wieder on point. Lucker hat mit der Sword of Shotgun 2 Kills gemacht. Dann Kane mit der Ghost 2 Kills. Und alles dank diesem genialen Flash von Braxco, der im richtigen Moment gekommen ist. Also... Das, da hat, kann man das dann, hat er echt gut gemacht. Ja, da kann man auch so eine Safe-Round mal gewinnen. Also das war wirklich echt gut hier. Die Flash hat so gut gesessen, die war so effektiv und die hat hier auch so ziemlich das Spiel gewonnen, weil alle 5 einfach hart geflasht waren. Und der Flash vom Breach, die hält auch einfach unglaublich lange. Braxco mit dem First Kill jetzt hier auf Trip. First Kill gegen die Offensive, die hier gerade diesen Sieg dringend nötig hat. Ja, die kommen relativ gut auf A gerade. Da steht noch der Cypher. Der hat da sicherlich ein paar Drähte und ein paar Cages gesetzt. Ja, da schlot er sich schon down. Die Rotation kommt rein und der Kill ist auch da. Direkt den Rex rausgenommen. Schöne Arbeit hier. Kamera wird sofort denied. Da gibt's der Slow im Heaven. Und jetzt kommt hier der Engage auf den Punkt von Kane. Kann hier nochmal gut rauswallen. Und die Offensive ist gerade leicht im Zugzwang. Wollen jetzt hier wieder rotieren. Da kommt aber auch schon... Der Breach von hinten und der wird jetzt hier up-aimen, weil der weiß natürlich genau, dass sie da sind. Ja, und der sollte auch nicht unbedingt weitergehen, aber er geht trotzdem weiter. Zieht er noch einen Frag, da hätte er auch stehen bleiben können, weil er weiß, hey, warte mal, wo sollen die denn jetzt noch überall sein? Die müssen ja auch lang sein. Am Ende macht es eh keinen Unterschied, weil seine Teammates da sind. Und Lucker hat schon gewartet einfach, der wusste, der kommt aus dem Fenster raus, hat ihn einfach von der Seite easy weggesnackt. 11-4 für die für Team Valorando. Mein Gott, ey, die Runde, ey. Wahnsinn. Ja, wie gehen die Angreifer jetzt mit dieser bitteren Entwicklung in der zweiten Halbzeit um? Die haben jetzt schon zweimal so eine Art von Stun-Runde kassiert. Einmal in der ersten Halbzeit, als sie 2 Runden hintereinander gewinnen und dann plötzlich wieder verlieren. Und jetzt in der zweiten Runde und natürlich auch in der darauffolgenden. Sie müssen jetzt also gewinnen, sonst steht es eh schon 12-4. Sie wollen jetzt hier gerade alle über die Double Doors ein bisschen Druck machen, alle schon mal reinschießen, da kommt der Stun direkt rein. Lucker mit dem First Kill, nimmt Mojo mit.
Lacker ist so gefährlich, das ist unglaublich. Auch wie du schon sagtest, Operator, Spieler, Trip kriegt einen Counterkill auf Braxco allerdings. Und damit ist es wieder 4 gegen 4. Ja, das war jetzt wichtig, um wieder die Mitte angreifbar zu machen. Und schau mal, Cypher gegen Cypher auf dem A-Spot. Jetzt hat Rax noch Support durch seine Sage. Die Reaktion von Maeve, wahnsinnig gut. Kann hier Kaint mitnehmen. Kaint ist auch ein super starker Spieler hier. Oh, Rex kann hier aber Maeve jetzt mitnehmen. QB nimmt Rex mit. Ein absolutes Fest hier. Alle traden die ganze Zeit. Chris und Lucker, die beiden letzten Überlebenden, wieder einmal. Und aus meiner Sicht die gefährlichsten beiden Spieler des Valorando-Teams. Steppen hier einfach auf den Punkt. Ja. Lucker jetzt hier natürlich mit der Operator oben. Der Chris mit seiner Guardian. Gegner sind überall verteilt. Sie sehen gar keinen. Der gegnerische Server hängt hier hinter der Wall. Und da hat er ihn gesehen und direkt in den Kopf und damit 2 gegen 2 ausgeglichen. Sonic Arrow geht auf den Punkt. Flash. Oh, QB kriegt hier den Kill nicht. Ultimate gezogen von Phoenix und da muss Lucker sich jetzt zurückziehen und sie müssen ihn die Runde geben. Ja, also es ist schön gespielt gewesen von den Angreifern. Lucker und Chris haben dann versucht, durch passives Up-Aimen noch ein paar Kills zu bekommen. Vielleicht dadurch die Runde auch wieder aufzumachen. Man hat auch gesehen, nachdem Chris den Kill auf dem Spot gemacht hat, hat er gesagt, hey, komm mal wieder rum. Vielleicht können wir dich noch mal gebrauchen. Und ja, als Chris dann down war, musste sich Lucker auch zurückziehen. Also das war der erhoffte Hoffnungsschimmer. Der erhoffte Hoffnungsschimmer. Deutsch ist on point. Easy. Leichte Übung für dich. 11 zu 5 jetzt gerade. Die Question-Marker können nochmal eine Runde für sich entscheiden. Können sie jetzt aber noch weitere Runden für sich entscheiden? Es sind nur 2 Punkte, die Team Valorando hier braucht, um zu gewinnen. Da fliegen schon die Operator-Shots. Wieder ja. Cypher gegen Cypher jetzt hier gerade. Maeve pusht hier auf den Punkt. Kein Entkommen! Oh, wait. Eine Ult. Ultimate, das eine Sova-Ult. Ultimate von Sova. Der kriegt sogar einen Kill. Active! Da ganz hinten. Wie geht das denn? Vorteil für die Offensive natürlich. Der Active konnte hier den Kill mitnehmen. Illegal. Chris hat die Ultimate noch nicht ready. War auch super unglücklich, weil eigentlich ja gegen das Window geschossen wurde und nicht gegen diese Spawn-Alley da ganz hinten. Ja, oh, das Slow fliegt hier rein. Double Doors können sie sich gerade nicht bewegen. Haben jetzt aber die Sage nicht mehr vor sich, aber da wird auch schon rotiert auf A. Lucker kann hier QB mitnehmen. Das ist ein Kill für die Defensive, der hier gerade sehr, sehr viel wert ist. Oh, und Lucker kauft auch sehr viel Zeit, aber die T's sind jetzt durchs Double Door ins Window gegangen und wollen jetzt auf C und da stehen noch 2 Verteidiger. Ich weiß nicht, ob sie damit rechnen. Chris hat Fokus auf hinten. Oh, jetzt gehen sie nochmal auf B. Boah, das war ein schöner Call. Sie machen nochmal den Switch, aber Lucker kann nochmal Maeve mitnehmen. Der Operator von ihm ist so effektiv. Jetzt wieder hier gerade nochmal Active kann hier Rex mitnehmen. Das ist nochmal der gute, wichtige Kill, um nochmal auszugleichen. Und damit ist es ein 3 gegen 3. Lucker hat hier den Punkt B im Blick, aber nur von vorne. Und die Gegner zeigen sich natürlich nicht. Sie sind natürlich nicht blöd. Ja, umläuft jetzt hier gerade, versucht irgendwie die Kills zu holen. Oh, Kaint! Kann von der Seite Mojo rausnehmen. Jetzt müssen sie langsam rotieren. Der Phoenix steht hier schon mal rechts an der Seite. Die beiden Defensivspieler sehen sich hier gerade. Müssen jetzt irgendwie die Kills auf den Punkt holen. Und da kommt die Shorty-Kill von Lucker! Auf Trip! Active geht down! Und das ist der Diffuse. Punkt Nummer 12 für Valorando. Wahnsinn. Hat jemand mitgezählt, wie viele Kills Lucker da gemacht hat? Das insgesamt 3 oder 4. Insane. Schöne Shots mit der Operator und vor allem auch der Anschuss durch die Wand in den Phoenix mit der Shotgun-Follow-Up. Das war der Schlüsselkill, um auf den Spot zu kommen. Wenn der Phoenix da stehen bleibt, da ist er einfach schwer zu killen in der Situation. Da steht es jetzt 12 zu 5 und es wird knapp, ja, für die T's. Sie haben keine... Ja, sie haben keine Möglichkeit, irgendwie noch was zu probieren. Sie müssen jetzt irgendwie draufkommen. Eine Marshall ist dabei, eine Vandal, eine Phoenix wollte ich schon sagen, eine Phantom und 2 Sheriffs gegen Lucker, der jetzt im Window steht. Also der ist auch immer überall. Er macht die Kills nicht. Er macht die Kills gerade nicht. Er hatte 2 Gelegenheiten. Bei dem ersten war er geflasht, bei dem zweiten hat er Potatoed.
Das ging in dem Moment jetzt gar nicht, er hat auf die Shorty gewechselt. First Kill aber von Braxco, der hier Active rausnimmt und auch das hier wieder ein wichtiger Kill. Ultimate sind zwei Stück bereit. Trip! Kill auf It's Chris. Aber die haben jetzt auch den Spike im Endeffekt in Sichtweite. Aber da ziehen sich doch wieder zurück. Oh, schöner Move von Mayfield, der Kane rausnehmen kann und damit jetzt 5 gegen 3. Da wurde nochmal gerest sogar. Ja, schön, dass der Retz da noch reinkam in dieser wichtigen Runde. Also, dass sie ihn hatten, sozusagen. Ja, Braxco läuft hier gerade gut und kriegt hier sogar den Kill. Kriegt hier sogar vielleicht den Double Kill noch. Nein, schafft er nicht. Active ist hier zu fix. Oh, Rax alleine an A. Sein Omen verlässt ihn gerade. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Omen? Ja. Sorry, ich muss da auch irgendwann mal. Ja, ja, no pun intended. Liegt mir schon seit Stunden auf der Zunge. 2 gegen 4 gerade noch und Rex kürzt nochmal ab. 2 gegen 3 und jetzt 1 gegen 3. Lacker! Könnte das jetzt für sein Team entscheiden, ist aber ganz alleine. Macht er den Klatsch? Oder kriegt er den Kick? Er hat die Operator, keine Ausreden. Hat hier nochmal versucht, durch die Kiste zu schießen. Gutes Timing mit der Smoke auch. Ja, sie wissen, von wo er kommt. Alle aimen natürlich in seine Richtung. Aber ich denke, er wird hier saven wollen. Ja, er wird saven wollen, definitiv. Sein Team hat kein Geld mehr. Die müssen nächste Runde einen Force-Buy spielen. Beziehungsweise, naja, nur Chris kann ich kaufen. Rex eventuell nicht. Er begeht die saven, ja. Guter Call hier. Sollte man machen. Er hat noch genug Geld. Er kann noch einen droppen. Also eventuell können sie sogar einen Full-Buy machen. Aber... ja, er wird kaufen und dann machen sie Full-Buy. Ja. Aber riskiert hier nochmal gerade, seinen Operator zu verlieren. Sie wissen, wo er ist. Sie wollen hier natürlich den einen. Ganz klar. Und er kriegt nochmal einen Kill sogar auf Mojo. Ein Abschiedsküsschen nochmal. Schön auf die Nuss. Ja. Und tschüss. Küsschen aufs Nüsschen. Ja, er hat jetzt noch Lacker hat noch 6k. Das heißt, er kann für 2 Leute droppen. Ja, das wird ein vernünftiger Buy auf der CT-Seite. Was hat die T-Seite jetzt effektiv für Mittel? Auf A kommen sie immer ganz gut hin. Das machen sie auch recht gut. Sie halten den Spot dann auch schön. Aber der Rest der Map fehlt ihnen so. Und schau mal, wie sich die CTs jetzt aufstellen. Die wissen, dass die Ts wahrscheinlich nicht nochmal A gehen wollen und predikten schon mal irgendwas in der Mitte. Und da kommt ein Agro-Move. Da pushen sie zu zweit raus. Pushen zu zweit hart raus. Und zu viert jetzt sogar. Oh, sie lassen jetzt den Spike auch einfach liegen. Ja, da kommt schon der Call aus der Defensive, dass der Spike da liegt. Oh, man sieht ja auch die Sage. Wacht hier gerade schon auf den Spike. Und hier gerade beide am Start. Alle drei, sie warten hier gerade. Und die Offensive geht jetzt in Richtung A. Haben aber schon einen auf jeden Fall verloren. Chris wartet sofort im Fenster. Aus dem Fenster rausgehen wäre hier gerade absolut tödlich. Ja, vor allem weil Braxco auch noch dabei steht. Ja, der guckt nur gerade in die andere Richtung noch. Ja. Aber hier kommt jetzt die Flash, die erwarten die schon da draußen. Da kommt die Flash, gehen hier rein und da kann Chris sofort den ersten mitnehmen. Follow-up-Kill hier aber gerade nochmal von QB. Braxco mit dem Double-Kill! Er regelt die Mitte. Und damit ist es nur noch Active, der hier ganz alleine ist. Und der wird von hinten engaged und das war's! GG Valorando! 13 zu 6! Heftiges Match. Also hier ging es echt viel um die Operator. Auf beiden Seiten, in Kanes Händen, in Luckers Händen, in egal wessen Händen. Dann haben wir noch sehr viele schöne Shots gehabt von Chris an der Guardian. Und das Timing hat auch gestimmt, aber wir müssen echt mal, wenn wir so vergleichen, die Goes an sich waren gut getimed, aber haben sie wirklich das Zeug gegen diese krass durchgetakteten Spieler bei, wie nennen wir das Team jetzt?